Herzlich willkommen zu einem neuen Civilization 6, ja, Let's Play, könnte man sagen. Wobei neu ist das Let's Play gar nicht. Alex Canadian spielt für euch den Civilization Leader Marathon nach Civilization Overexplained. Ein kleines Format, was wir uns hier bei Phalanx Streams ausgedacht haben. Wir sind jetzt, nachdem wir das erste Mal mit Abraham Lincoln unsere Partie gewinnen konnten, jetzt beim zweiten Anführer angelangt, und zwar eine Anführerin, und wir spielen jetzt Amanitore. Ja, Amanitore sozusagen die zweite Anführerin. Nicht wundern, nochmal für diejenigen, die diese Liste, denen diese Liste bekannt ist. Wir gehen ja grundsätzlich chronologisch vor, aber Alexander überspringen wir. Alexander hatten wir live bei uns im Stream schon gespielt, und ich fand es jetzt irgendwie blöd, wenn wir jetzt das zweite Mal direkt Alexander hintereinander spielen. Deswegen, wir haben mit Abraham Lincoln angefangen und jetzt kommt Amanitore als nächste Anführerin. Die Regeln kennt ihr, solltet ihr die Regeln noch nicht kennen. Es gibt ja ein ganzes Einleitungsvideo zu diesem Format, findet ihr ganz, ganz oben in der Playlist, oder ich habe es auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dazu habe ich auch die Statistiken aus der ersten Partie jetzt in ein Google Docs Dokument eingeführt. Auch diesen Link zum Dokument findet ihr unten im Link. Könnt ihr dann sozusagen auch einsehen. Ja, also, die Siegbedingungen und so weiter sind alle die gleichen. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Das habe ich das letzte Mal nicht gesagt. Wir haben natürlich auch eingestellt, dass es keine doppelten Anführer gibt und keine doppelten Zivilisationen. Da wir jetzt inzwischen auch durch den Leader Pass jetzt relativ viele Anführer mit unterschiedlichen Varianten und natürlich dementsprechend auch ganz viele Zivilisationen, die dann praktisch dann gleich das gleiche Land betreffen, aber nur die Anführer ein bisschen durchgemischt sind, haben wir das, habe ich das jetzt schon beim ersten Partie hatte ich das auch schon drin. Aber ist das jetzt halt eben grundsätzlich mit drin, dass wir einfach ein bisschen mehr Varietät in den Runden haben. Ne? Wir werden trotzdem die ganze Statistik führen. Wir haben wieder eine landlastige Civ mit Amanitore, deswegen spielen wir wieder ganz normal auf der Pangea-Karte. Und ansonsten ist alles gleich. Einziger Spielmodi, der hier aktiv ist, ist der Monopol- und Kooperationsmodus. Den hatten wir ja auch schon bei der Partie mit Abraham Lincoln an. Ansonsten, wie gesagt, zu den Regeln. Guckt gerne das Einleitungsvideo zu dieser Serie. Das erklärt euch praktisch den Spielmodus und was wir hier machen. Auf jeden Fall Liedermarathon. Wir gehen chronologisch vor. Abraham Lincoln war am Start und jetzt beschäftigen wir uns mit Amanitore. Eine Anführerin, die ich noch selbst nicht gespielt habe, das ist, Amanitore kommt aus, ist glaube ich, die Nubia. Und mal schauen, was sie eigentlich für Boni hat und was wir damit dann eigentlich ja, mehr oder weniger machen können. Was uns so ja, in die Karten spielt, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was haben wir für eine Startposition, aber wir machen ja auch kein Reroll. Wir spielen mit der allerersten Startposition. Das heißt, wir werden da mit dem leben müssen, was wir haben. Ich bin sehr gespannt. So, Anführerfähigkeit von Amitore. Kandake oder Kandake von Meroe. Plus 20% Produktion für alle Bezirke oder plus 40%, wenn eine nubische Pyramide an das Stadtzentrum angrenzt. Das sagt uns ja schon mal sehr, sehr viel aus. Wir können sehr günstiger oder wir können günstiger Bezirke bauen. Wir haben einen Produktionsbonus dafür. Aber wir brauchen eine nubische Pyramide bei uns am Stadtzentrum. Das heißt, nubische Pyramiden wird das A und O sein, in jeder Stadt eine nubische Pyramide zu haben. Wir können gleich mal lesen, was machen denn eigentlich die nubischen Pyramiden? Das ist eine Modernisierung, die durch Steinmetzkunst freigeschaltet wird und auf Wüste, Wüstenhügeln oder Schwemmland gebaut werden muss. Oh, das macht es schon schwieriger für uns. Wir brauchen also Wüstenfelder. Plus zwei Glauben und plus zwei Nahrung. Erhält zusätzlich Erträge durch angrenzende Bezirke. Okay, also auch das wieder interessant für uns. Plus ein Nahrung, wenn angrenzend an ein Stadtzentrum für alle anderen Bezirke die Nachbarschaftsbonusse gewähren. Plus eins für den entsprechenden Ertrag, wenn der Bezirk angrenzt. Das ist schon sehr, sehr stark. Also, wir brauchen Wüste. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wüste. Dann müssen wir pro Stadt eine nubische Pyramide stehen und daran Bezirke basteln. Ich sehe jetzt schon wieder ganz viel Bezirkbastelei auf uns zukommen. Ah, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Das wird gut. Dazu haben wir eine Spezialeinheit, den Bitati Bogenschützen. Nubische Spezialeinheit der Antike, die den Bogenschützen ersetzt. Stärker als der Bogenschütze mit zusätzlicher Fortbewegung wird zum Armbrustschützen verbessert. Okay, gut. Ist auf jeden Fall eine nette Einheit und hilft uns auf jeden Fall anfänglich auch gegen Barbaren. Und vielleicht auch gegen früh angreifende Zivilisationen. Wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass auf Gottheit alles so entspannt funktioniert, wie es letzte Mal war. Dann haben wir noch Tazeti, plus 30% Produktion für Fernkampfeinheiten. Alle Fernkampfeinheiten erhalten plus 50% Kampferfahrung. Minen auf strategischen Ressourcen liefern plus 1 Produktion. Minen auf Bonusressourcen und Luxusgütern liefern plus 2 Gold. Oh ja, auch das ist gut. Also wir brauchen Minen. Minen, Minen, Minen. Wir haben Produktionsbonus auf Fernkampfeinheiten. Produktionsbonus, wenn wir nubische Pyramide haben, die an der Stadt angrenzt und dann noch Ertragsboni, wenn bestimmte Bezirke an diesen Pyramiden
dran starten. Ich finde es sehr spannend. Amanitore, noch nie gespielt. Wir starten rein in die Partie und hören uns erstmal an, was man hier so über die gute Amanitore erzählt. Und dann schauen wir uns unsere Startposition an. Also, auf geht's in die nächste Partie: Civilization Overexplained, Liedermarathon. Auf geht's. Und wir hoffen mal, dass der Ladebildschirm. Von den ersten Jawohl. Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Amanitore, wachsame Königin Nubiens, das Reich, über das ihr herrscht, soll nichts weniger als den Horizont als Grenze einfordern. Fürchtet diejenigen nicht, die euren Überfluss an Gold begehren, denn eure Bogenschützen können das Haar eurer Neider auf 500 Schritte spalten. Eure Städte sollen Wohlstand und Frömmigkeit kennen, weise Königin, da das Land des Bogens seine Vergangenheit so ehrt, wie es seine Zukunft gestaltet. So, auf geht's. Und jetzt heißt es Daumen drücken für die erste Startposition. Auf geht's. Ja, Amanitore, Amanitore. So, was wir jetzt auf jeden Fall sehen ist, wir haben Trommelwirbel, Wüste. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was wir auch haben, wir haben nicht nur Wüste, wir haben auch Wüstenhügel, wir haben ein paar Berge und wir haben einen Fluss. Wir haben ein Luxusgut namens Zucker. Das gibt uns auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Nahrung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben ein bisschen Wald drumherum. Also ich finde das grundsätzlich nicht schlecht. Was wir auch haben ist, wir sind sehr am Nordrand der Karte. Wir haben hier ja, Schneegebiet schon. Und naja, wir haben einen Kontinent entdeckt, Novo Pangaea. Wie passend dazu. So, Startposition wählen. Jetzt wird spannend. Okay, lass uns mal überlegen. Wir müssen jetzt ja wieder ein bisschen planen. Wir wollen, und da würde ich mich versuchen, gerne am Anfang mal dran zu halten, diese nubischen Pyramiden bauen. Die nubischen Pyramiden können wir bauen, wenn wir die Steinmetzkunst erforscht haben. Das heißt, das wird mit Abstand das erste Wichtige werden in Richtung der Forschungsgeschichte, Bergbau, Steinmetzkunst und so weiter. Das heißt, eigentlich den Bonus für einen Steinbruch. Den haben wir hier allerdings erstmal nicht. Das heißt, wir werden gucken müssen, dass wir ein bisschen Wissenschaft aggregieren und dass wir relativ schnell zur Steinmetzkunst kommen. Vielleicht über die Schrift. Tierzucht und sowas ist natürlich auch wichtig. Gucken wir mal. So, nubische Pyramide können wir auch nur auf Wüstenhügeln oder Wüstenfeldern bauen und soll an das Stadtzentrum anschließen. Das heißt, wenn wir die Wüste hier irgendwie bauen. Ah, ich glaube, es ist relativ klar. Wir brauchen da gar nicht dran rumeiern. Wenn wir die Stadt hier oder hier bauen, das sind die einzigen beiden Felder, wo wir die bauen können, damit wir hier oder hier eine nubische Pyramide bauen können. Ganz einfach. Und dann können wir darum Bezirke platzieren. Hier zum Beispiel auf dem Wüstenfeld. Hier, wir müssen auch bedenken, Petra Stadt eventuell, Fragezeichen. Wie viel Wüste ist hier? Aber wenn wir hier bauen, unser Feld, dann haben wir erstmal den Wald geköpft, haben dann zwar hier ein 2-2-Feld, aber drumherum, das sieht nicht gut aus. Also, wir werden unsere Stadt hier bauen. Mit ziemlicher Sicherheit. Nahrung, Produktion haben wir hier. Ich denke, das ist klar. Damit ist auch klar, dass wir hier schon mal eine Markierung machen können. Eben genau für die nubische Pyramide. Die uns dann hier 2 Glauben und 3 Nahrung gibt. Das ist gar nicht mal so verkehrt mit dem Glauben. Aber das kommt vielleicht ein bisschen spät auch für das Pantheon. Aber zur kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal die Frage, ja, wir werden erstmal ein bisschen auf Wachstum gehen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Zucker anschließen und dann nach und nach die anderen Felder. Dann erstmal das 2-2-Feld und so weiter, dass wir hier relativ schnell mit Bevölkerung vorankommen. Ich denke, das ist hilfreich. Jetzt ist die Frage, müssen wir Monument bauen? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, das Erste, was wir bauen, ist natürlich der Standardspeer. Wir spielen auf einer Pangaea-Karte. Bedeutet, dass wir grundsätzlich da, ja, wir haben ja schon mal eine Tierzucht für die Weide, okay.
Zucker brauchen wir die Bewässerung. Wir haben Weizenfelder etwas weiter weg, wo wir Bauernhöfe bauen können. Minen. Tja, schwierig. Dann sehe ich im Moment noch nicht. Keine Luxusgüter auf Minen. Werden wir wahrscheinlich auch erstmal entdecken müssen. Gut, dann ja, Forschung. Bevor wir das einstellen, würde ich sagen, bewegen wir uns erstmal so einen Krieger. Und den Krieger würde ich jetzt gerne entlang des Flusses erstmal lang gehen, weil das grundsätzlich potenzielle Siedlungsorte für uns sind. Auch hier wegen der Wüste. Okay, der Fluss ist jetzt hier zu Ende. Gucken wir uns dann einfach mal weiter an. Was forschen wir als erstes? So, jetzt ist die Frage. Segeln können wir ausschließen. Auch Astrologie können wir erstmal ausschließen. Grundsätzlich finde ich das interessant, weil wir auch Berge haben. Ob das jetzt ein Glaubensspiel wird, weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Prädestiniert sind diese beiden Plätze ja für Bezirke auch. Hier vielleicht einen Campusbezirk oder ein Handelszentrum. Hier vielleicht dann ein Campusbezirk. Also grundsätzlich sind das schon interessante Felder. Campus können wir noch hier hinsetzen, aber wir wollen die Bezirke ja drumherum setzen. Ich würde trotzdem, glaube ich, in Richtung Tierzucht gehen, einfach zu schauen, ob wir vielleicht sogar Pferde haben. Und letztendlich ist hier auch die Weide die einzige Bonusressource, die wir relativ schnell erschließen können. Bergbau. Okay, wir könnten Wald abholzen und dann Minen bauen. Ja, aber Minen, wie gesagt, nur auf strategischen Ressourcen. Das würde natürlich auch für Eisenerforschung sprechen, ne? Dass wir früh in Richtung Eisen gehen. Aber das dauert lange. Also da müssen wir halt irgendwie Wissenschaft bekommen. Ich würde erstmal sagen. Ja, schwierig. Schwierig. Welche Felder bewirtschaften wir? Wahrscheinlich 1, 2, 3, 4. Wir haben auf jeden Fall erstmal 4 Felder, die wir gut bewirtschaften können. Ja. Aber das macht natürlich auch unsere Spezialeinheit. Ja, wir gehen in die Tierzucht. Wir gehen auf jeden Fall in die Tierzucht. Dann können wir im Zweifel, auch wenn wir gucken können wegen Gegnern, unsere Spezialeinheit auch relativ gut schnell erforschen. Das sollten wir vielleicht machen. Und wir kriegen ja auch einen Bonus auf Fernkampfeinheiten. Also grundsätzlich sind das ja sowieso die besseren Einheiten für uns. Okay, nee, dann wurde ich überzeugt. Dann machen wir so weiter und dann geht es auf jeden Fall in die nächste Runde. So. Wir laufen mal mit unserem, ja, Krieger weiter hier Richtung Oase und wir haben das erste Bonusdorf entdeckt. Sehr schön. Guck mal, hier ist die Wüste auch schon fast wieder vorbei. Ja, okay. Das könnten grundsätzlich alle Siedlungsorte sein. Wir müssen nur ein paar Luxusgüter vielleicht auch haben. Nur Zucker macht uns auch nicht glücklich. Oh. Interessant. Geothermischer Riss. Und die ersten 40 Gold. Sehr, sehr gut. Und auch der erste Zeitalterpunkt. Durch das Erkunden der oder des Bonus, Aufdecken des Bonusdorfes. Jetzt müssen wir. Okay, ein. Ja, lass uns mal die umliegenden Felder der Wüste abklopfen. Ich glaube, das könnte interessant sein. Und wir haben unseren ersten Stadtstaat gefunden. Das ist Nazca. Ein Glaubensstadtstaat wieder. Einmal ganz kurz auf unsere Liste geschrieben. Nazca. Was kann Nazca denn? Nazca ist erstmal ein Glaubensstadtstaat, dem wir als allererstes entdeckt haben. Wir haben einen Gesandten, das gibt uns plus einen Glauben. Sehr schön. Wunderbar. Und eure Handwerker können jetzt Nazca-Linienmodellierung durchführen. Nazca-Linien bringen plus eins Glauben für angrenzende Geländefelder, plus eins Glauben für angrenzende Geländefelder mit einer Ressource, plus eine Nahrung für angrenzende Wüsten- und Wüstenhügel-Geländefelder nach der Entdeckung der öffentlichen Verwaltung, plus eine Produktion für angrenzende flache Geländefelder nach der Erforschung der Massenfertigung. Okay, die sind gar nicht so schlecht. Kann nur auf flacher Wüste gebaut werden. Dieses Gleitfeld darf kann nicht betreten, bearbeitet werden. Ah, spannend. Spannend, spannend. Okay, was hat Nazca denn für eine Quest für uns? Ein Heuriker für das Bogenschießen auslösen. Okay, das ist eventuell sogar möglich. Müssen wir mal schauen. Und wir haben gleich den nächsten Stadtstaat freigeschaltet und den Außenhandel. Akkad. Oh, unser allererster Militärstadtstaat in der zweiten Partie. Wir hatten ja das letzte Mal bei der letzten Partie ja, sehr zufällige Konstellation, tatsächlich keine Wissenschaftsstadtstadt, keinen Goldstadtstadt, keine Militärstadtstadt zu haben. Nur Produktion, Glauben und Kultur ist jetzt zumindest schon mal eine Verbesserung. Und wir haben einen neuen Kontinent entdeckt, nämlich
Den Kontinent Euramerika. Novo Pangaea, Euramerika, unsere Kontinente. Sehr schön. So, Außenhandel dadurch einen Bonus bekommen. Sehr schön. Außerdem haben wir, genau, Nazca für den wir einen Gesandten und auch in Akkad haben wir einen Gesandten. Das ist sehr, sehr schön. Hilft uns beim Bau von Einheiten jetzt nochmal ein bisschen mehr. Handelsweg entsenden, auch eine schöne Sache. Ja, okay, das gefällt mir alles schon mal ganz, ganz gut hier. Genau, die Quests haben wir und wir haben natürlich die Gesandtheit. Was müssten wir mal schauen? Wo können wir denn jetzt hier theoretisch noch überhaupt Siedler rekrutieren? Ja, ihr seht es jetzt schon. Theoretisch hier noch an der Oase möglich. Ist ja auch eine Süßwasserquelle. Und liegt in der Wüste. Und zumindest in diese Richtung hier könnte man dann vielleicht auch ja, Bezirke hinstellen oder wie auch immer. Grundsätzlich ja hier auch ein sehr prädestiniertes Feld für Wissenschaft und Campus. Vielleicht hier so eine Dingspyramide hinstellen und da eine Stadt. Können wir da eine Stadt bauen? Ja, wäre dann auch nicht zu nah dran. Also ich sehe jetzt gerade hier, das sind fünf Felder dazwischen. Gefällt mir grundsätzlich schon mal. Sollten wir uns mal vormerken. Hier eine Stadt mit einer nubischen Pyramide hierhin. Und hier könnte man dann einen Campus hinbauen. Der. Oh ja, das ist gut. Okay, so funktioniert das Ganze mit diesen Pyramiden. Ja, und wir haben ja sogar auch Stein. Also, ja. Finde ich gut. So, zwei Einwohner. Wir nehmen genau das Feld. Das Feld, sehr gut. Weiter schnelles Wachstum wollen wir haben. In fünf Runden ist unser Speer fertig. Okay, dann können wir aber auch sagen, dass wir. Orangen. Ja, die können wir vergessen und knicken. Da oben wollen wir ja auch nicht viel weiter machen. Dann gehen wir mal hier runter und gucken uns mal an, was da so ist. Denn alles andere erscheint mir jetzt irgendwie auch nicht sinnvoll. Wir gehen tatsächlich einmal genau hier runter. So. Das geht jetzt relativ fix. Wir können ja eh nicht viel machen. Immer mal so ein, zwei Berge und wenn ich hier richtig sehe, ist hier auch schon wieder ein Fluss. Sehr schön. Ja, Wachstum ist da. Tierzucht, Gesetzgebung wird erforscht. So, noch keine Zivilisation, die jetzt bei uns in der Nähe ist. Auch das ist prinzipiell nichts Schlechtes. Okay, Zucker, Schafe. So, Speer. Ja, ich würde sagen, den schicken wir mal hier lang an der Grenze. Oliven haben wir hier. Oh, da ist der erste Barbarenspeer. Wir haben Pelze. Okay, Oliven. Luxusgut für Bewässerung. Pelze, Tierzucht. Orangen sind hier. Also Minen auf strategischen Ressourcen oder Luxusressourcen wird schwer. Okay, nächste Sache. Was machen wir als nächstes? Geländefeldmodernisierung sehe ich im Moment bei uns nicht. Monument. Ja, sehe ich jetzt auch erstmal noch nicht. Vielleicht fangen wir jetzt wirklich an mit dem Schleuderschützen. Wir könnten, genau, mit dem Schleuderschützen. Wegen den Bogenschützen später und dann auch vielleicht wegen dem Heuriker, das wir vielleicht damit einsammeln können. Und die nächste Stadtstaat. Das läuft ja hier. Die Entwicklung der Ausrichtung politischer Philosophie hat große Fortschritte gemacht. Ja, wir haben drei Stadtstaaten aufgedeckt. Das hilft. Außerdem gibt es einen aktiven Vulkan. Und auch da bekommen wir einen Gesandten, nämlich in Mitla. Gleich mal der dritte Stadtstaat. Und Wissenschaft. Wir gucken uns die dann alle mal nach und nach an. Erstmal ist es natürlich sehr schön, dass wir die alle als allererste entdecken. Das bedeutet aber auch, wir haben wieder relativ viel Platz, was andere Zivilisationen angeht. So, und ich würde mal sagen, ja, okay, wir gucken mal so ein bisschen an der Kante entlang. Ich will jetzt hier oben nicht weiter was aufdecken, weil das jetzt potenziell ja keine Siedlungsorte für uns sind. Interessanter ist da tatsächlich so ein bisschen die Gegend hier. Da ist dann auch nochmal Wüste, okay. Drei Leute haben wir jetzt und ja, die Felder sind gut aus.
Das geht alles ein bisschen schneller. Sehr schön. Nazca hat die ersten Nazca-Linien gebaut. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. So, wir haben Pferde aufgedeckt. Jetzt müssten wir mal schauen, haben wir überhaupt irgendwo Pferde? Wir können mal hier die Suchmaske angehen, strategische Ressourcen suchen. Nein, wir haben noch keine Pferde gefunden hier in der Nähe. Das ist schade, aber nicht dramatisch, möchte ich meinen. Wir haben ja grundsätzlich keinen Boni darauf oder so. Das heißt, uns würde das jetzt eh nicht ganz so viel bringen. Interessanter ist, was machen wir als nächste für eine Forschung? Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt stark erstmal in den Bergbau und gucken, dass wir dann in Richtung Bogenschießen, Steinmetzkunst irgendwie gehen. Bronzeverarbeitung wird auch interessant. So. Dann hier weiter. Oh, Gips hier. Das ist wiederum interessant. Pelze. Ja, eventuell hier eine neue Siedlung. Wir haben da auch einen Fluss. Mal gucken. Er ist schon interessanter da vielleicht an der Stelle. Bonusdörfer würde ich natürlich auch sehr schön finden. Aber gefällt mir, was ich hier sehe. Vielleicht ja auch nochmal die Möglichkeit, eine Süßwasserquelle hier aufzudecken. Ja, ich sehe hier auch einen Fluss. Okay. Okay, das und auf Pferde. Ja, da können wir uns gleich mal überlegen, was wir hier potenziellen Siedlungsstandort und ja, genau, wo können wir eventuell auch in der Stadt ja, die Pyramide bauen und so weiter. Gucken wir uns gleich mal an, wäre auf jeden Fall ein potenzieller Siedlungsstandort. Und jetzt versuchen wir mal hier so ein bisschen den Speer zu ärgern. So, was machen wir als nächstes? Wir haben bald 4 Einwohner. Ja, Handwerker sehe ich im Moment noch nicht als sinnvoll. Wobei das eine Modernisierung ist mit dieser Pyramide, aber die müssen wir erstmal erforschen. Siedler wäre sehr interessant. Siedler wäre wirklich sehr interessant. Gips ist doch auch ein Steinbruch, ne? Baut einen Steinbruch, ja. Siedler, Gips modernisieren. Ist auch ein Luxusgut. Und dann noch die Pferde, den Bonus kriegen, wir haben hier Pelze. Wäre eine sehr schöne zweite Stadt. Wahlweise könnte man das auch hier machen. Aber sehe ich jetzt erstmal als gar nicht so verkehrt an. Und wir gucken uns natürlich noch ein bisschen hier um mit unserem Speer. Und natürlich auch hier. Jetzt müssen wir uns bloß mal Gedanken machen, wo wäre potenziell da der Siedlungsstandort? Und da ist ein Warenlager. Okay. Und ein Bonusdorf haben wir auch aufgedeckt. Dann, da oben ist das nächste Barbarencamp. Heieiei. Gut zu wissen. Da werden wir mal hochgehen. So, jetzt ist die Frage: Wo würden wir denn hier unsere Stadt gründen? Wir können nubische Pyramiden. Also, wir wollen natürlich vielleicht das Stadtzentrum so bauen, dass es irgendwie am Fluss liegt. Wir müssen dann auch darauf achten, dass es hier nicht zu nah dran ist. Das heißt, wenn wir auf die Siedlerlinse gehen. Wir können nur auf dieser Seite genau, auf dieser Seite des Flusses das machen. Wir wollen auf jeden Fall die Pelze abgreifen. Das heißt, okay, von diesen Positionen aus, von allen diesen Positionen bekommen wir die Pelze. Das ist schon mal gut. Wir wollen eigentlich in der Nähe des Gips sein, damit wir das relativ schnell gleich modernisieren können. Vielleicht sogar ohne, dass wir ein Geländefeld kaufen müssen. Also ich sehe die Stadt derzeit da. Aber, ja, schau mal, wir haben unfassbar wenig Ressourcen da. Wir könnten das auch anders machen. Wir könnten die Stadt zum Beispiel hier hinsetzen. Die hätte dann natürlich etwas weniger Wohnraum. Aber wir könnten dann hier zum Beispiel auch diese nubische Pyramide bauen. Und könnten darum dann auch Bezirke stellen. 4 Stück. Weil in diese Richtung Bezirke zu stellen, ist schwierig. Und grundsätzlich wäre ja auch noch die Möglichkeit dann hier gegeben, ein Aquädukt zu bauen.
Ja. Für Süßwasser. Dann kann man hier wieder Campus bauen, zum Beispiel, oder Handelszentren. Also ich denke, da kann man sich dann einig werden. Hier könnten wir dann auch noch einen Industriebezirk bauen und so weiter. Also ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wo würdet ihr hier die Siedlung gründen? Ich denke mal, das ist ja auf jeden Fall ein sehr interessanter Standort hier. Weil wir am Fluss halt sehr wenig Ressourcen haben, aber hier sieht es halt deutlich besser aus, ne? Und Pelze sind natürlich super stark. Und wir sind auch ein bisschen weniger weg von Meroe. Ja, dann kommen wir uns da nicht ganz so nah ran. Das gefällt mir besser. Also grundsätzlich schon mal zwei Städte, die wir gründen wollen, die nächsten. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. So, die ersten Politikkarten sind freigeschaltet. Gesetzgebung ist erforscht. So, Kampfstärke gegen Barbaren, auf jeden Fall. Und bei der Wirtschaftskarte, ich bin fast für Produktion, damit der Siedler etwas schneller fertig wird. Denn Glauben kriegen wir gerade. Schon plus 1. Gold sieht auch erstmal okay aus. Ich nehme die Produktion. Erstmal. Für den Siedler. Und ja, jetzt ist die Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich Handwerkskunst. Das dauert aber noch zu lange. Wir nehmen natürlich den Außenhandel. So, der Krieger. Ja, ich würde sagen, das Barbarencamp gibt uns eine ganze Menge Gold. Das sollten wir dann auch nutzen. Dass wir uns das erforschen. Müssen wir natürlich wieder klug angehen hier, das Barbarencamp. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Also, wie machen wir es? Wo ist der Speer hin? Der ist da hoch. Aber wir gehen mal Richtung Barbarencamp. Vielleicht kriegen wir das ja hin. So, neue Forschung. So, Bogenschießen oder Steinmetzkunst? Ich würde sagen, das Bogenschießen geht relativ schnell, dauert nur 11 Runden. Im Vergleich zu der Steinmetzkunst auf jeden Fall deutlich schneller. Und wir wollen ja dafür eh das Heureka haben. Wollen wir den angreifen? Jetzt ist die Frage. Hier sind zwei Einheiten. Ich würde sagen, wir harren aus und versuchen, das dann im nächsten Zug einzunehmen. Also wir versuchen mal ein bisschen zu pokern. Wenn die beiden jetzt angreifen, dann könnte das schon so schwach sein, dass wir das dann bekommen. Ja. Jetzt müssen wir hoffen, dass der auch noch angreift. Macht er nicht, okay. Nee. Ja, dann verschanzen wir uns immer nochmal. Da ist der Speer. Komm, Attacke. Da ist das Wasser. Okay, leider kein Bonusdorf. Manchmal sind ja auch Bonusdörfer, ja, gerade da in den oberen Gefilden öfters mal. Ja, das sieht soweit gut aus, erstmal von den bewirtschafteten Geländefeldern. Und wir pokern nochmal. Okay, da wird eine Attacke geführt, ja, okay. Und die leben noch. Oh, ganz, ganz knapp. Wir haben gut spekuliert. Und dann machen wir es jetzt auch platt. Und heimsucht uns nicht nur die Erfahrungspunkte ein, sondern auch das Geld. Sehr schön. 30 Gold. Nehmen wir super gerne auf. Ja, du auf jeden Fall da hoch. Du erforschst hier weiter. Und tatsächlich findet noch ein Bonusdorf. Wunderbar. Militärtradition. Eureka bekommen für das Einnehmen eines Barbarenlagers. Und das gibt auch zwei weitere Zeitalterpunkte. So. Vierter Bürger ist da. Bewirtschaftetes Feld ist gut. Der Siedler ist in 2 Runden fertig. Danach dann gleich der Handwerker. Katastrophaler Ausbruch. 7 gedüngte Geländefelder. Heidewitzka. Boah, das sind natürlich Wüstenfelder, die sind sehr, sehr gut hier.
Wir müssen uns auf jeden Fall auch Gedanken machen, an welchem Ort. Oh, noch ein Luxusgut hier unten. Ein Luxusgut, ich meine eine. Ein Bonusdorf. An welchem Ort kaufen wir uns. Oder wollen wir versuchen, eine Petra zu bauen? Petra ja eines der interessanteren Weltwunder. So, ich würde sagen, das sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. So, Siedler ist fertig. Drei Bürger jetzt wieder. Jetzt müssen wir schauen. Nein, wir wollen auf jeden Fall dieses Feld weiter bewirtschaften. Und jetzt ist die Frage, ich würde sagen, Handwerker. Fünf Runden. Was kostet ein Handwerker? 200 Gold. Oh, die. Ja, nee, das sind sechs Runden erst. Warte mal, wir können erstmal schauen, was bekommen wir denn jetzt hier? Einen Gesandten bekommen wir hier gratis. Und was bekommen wir hier? Das sehen wir diese Runde noch nicht. Schade. Das sehen wir dann erst nächste Runde. Okay. Ja, also der läuft auf jeden Fall hier runter. Da ist noch ein Bonusdorf. Das wir auch noch nicht. Ach, das haben wir auch noch gar nicht aufgedeckt. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir bauen natürlich einen Handwerker. Ja. So. Eins hat der Punkt. Und wir können Gesandten verschicken. Ich würde sagen, den heben wir uns noch auf. Im Moment bringt das nichts. Den heben wir auf jeden Fall noch auf. Und wir schauen uns mal da oben ein bisschen um. Okay. Ja, wir sollten da genau nicht so offensiv rangehen. Vielleicht dann doch nochmal den Fluss meiden. Handwerkskunst bekommt Fortschritt. Sehr schön. Und das da oben haben wir schon eingesammelt. Ein weiteres Barbarencamp. Viele Barbarencamps hier drumherum. Fünf Zeitalterpunkte haben wir. Noch kein Naturwunder entdeckt. So, da wird gekämpft. Oh, noch eine Einheit. Wir sollten uns da mal ein bisschen wegbewegen. Also, und hier können wir jetzt natürlich Angriffe starten. Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal hier auf dieses Waldflussfeld. Das gibt uns doch den besten Bonus gegen Angreifer. Wald und Hügel und ein Fluss noch zwischen uns. Ich denke, da können wir besser. Also besser können wir da nicht agieren. Ja, das sieht sehr gut aus. Da können wir jetzt auch mal den ersten Angriff starten hier. Ja, auch ein bisschen Erfahrung natürlich. Oh Gott. Überall ist es hier gefährlich. Aber unser Speer ist stark. So, Siedler. Bald bist du da. Zweite Stadt ist bald gegründet. Sehr schön. Kriegen wir sogar noch in der allerersten Folge hin. Wir versuchen auch vom Prinzip her das gleiche zu machen wie bei Abraham Lincoln. Viele Städte zu gründen. Wir scheinen jetzt auch wieder eine ganze Menge Platz zu haben. Wir müssen uns also wieder Gedanken machen, wo sollen Städte gegründet sein. Wir wollen möglichst ja versuchen, auch diese Pyramiden zu bauen. Das wird nicht immer ganz einfach sein, weil Wüste halt auch ein sehr begrenztes Gut ist in dem Spiel. Oh, der ist gleich mal zu einer Beförderung fähig. Das machen wir auf jeden Fall. Oh, neue Gips- und neue Steinbrüche. Sehr schön. Wo wollen wir weiter erkunden? Jetzt ist die Frage. Ich würde mit dem Speer fast mal Richtung Süden gehen, aber Richtung Süden ist es auch gefährlich. Sehr gefährlich sogar. So, haben wir irgendwas zu tun? Nein. Handwerk ist übrigens bald fertig. Das ist sehr schön. Während da der Krieger. Oh. Na? Oh doch. Okay, das war ein bisschen merkwürdig von der Animation, aber alles gut. Das Bogenschießen ist erforscht. Sehr schön. Und
Auch die Bronzefarbe hat einen großen Sprung gemacht. Ach so, wir haben den besiegt. Ja, wunderbar. Und wir haben den Gesandten bekommen, nämlich in Nazca. So, da haben wir jetzt zwei Gesandte. Jetzt könnten wir überlegen, wollen wir den Suzerain-Bonus abgreifen? Aber wir können nur Nazca-Linien bauen. Aber das gibt natürlich auch eine Menge Zeitalterpunkte. Wäre eine Überlegung wert. Napata, unsere zweite Stadt ist gegründet. Sehr schön. So, wir wollen natürlich erstmal auch hier wieder in Richtung Nahrung gehen. Und Handwerker ist unterwegs. Der wird in zwei Sachen anschließen. Dann ist die Frage, was wollen wir bauen? Können wir was kaufen? Ein Speer und ein Krieger. Der Petati-Bogenschütze kostet 280 Gold. Okay, dann wollen wir nicht kaufen. Wir produzieren erstmal, grundsätzlich will man ja Bezirke produzieren. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Wir könnten auch hier einen Handwerker machen, aber den könnten wir auch kaufen, glaube ich, besser. Ja, den kaufen wir uns besser. Vielleicht hier, dass wir mehr Geländefelder bekommen. Monument. Speer brauchen wir nicht, Krieger, nichts, das ist zu teuer. Also ich würde sagen, auch Monument. Ein Zeitalterpunkt, Bogenschießen, Heureka, sehr schön. Und Bronzeverarbeitung. Dann würde ich sagen, als nächstes Steinmetzkunst, damit wir die Pyramiden bauen können. Denn der hier wird ja bald dann da sein, um den Gips anzuschließen. So, was machen wir in Meroe? Wir haben jetzt einen Handwerker. Den nächsten Handwerker kaufen wir. Wir könnten ein bisschen unsere Kultur steigern mit einem Monument. Ja, ein Bogenschütze zu bauen, finde ich krass. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, Militär wird auch nicht so problematisch werden, wenn ich das so sehe. Einen Siedler. Ja, könnte man auch machen. Für die Stadt Nummer 3 hier gleich, die wir haben wollen. Wegen, aber die hat, ja, die wird es schwer haben, die Stadt. Und da ist auch noch das Barbarencamp. Okay, das müssen wir tatsächlich erstmal auslöschen. Da können wir vorher jetzt erstmal keinen Siedler machen. Das sollten wir nicht machen. Dann bin ich tatsächlich auch für den Petati-Bogenschützen als nächstes. Und hier holen wir uns das Bonusdorf. Und das Bonusdorf gibt uns Fortschritte bei Bewässerung. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist wirklich stark. Dann können wir uns auch mal Richtung Keramikbewässerung bald aufmachen. Einen weiteren Zeitalterpunkt. Sehr schön. Wir wollen hier Richtung Süden. Okay, der Speerträger geht einen Schritt nach vorne. Das ist gut für uns. Steht auf einem Hügel. Wir kriegen jetzt eine EP. Wir brauchen mehr Annehmlichkeiten. Ja, das wissen wir. Da sind wir jetzt ja auch schon dabei, sag ich fast, dass wir das schaffen. Okay, hier scheint Küste zu sein. Wir gucken mal, ob wir uns hier oben irgendwie noch ein bisschen was freischaufeln. Oh, und? Oh, das erste Weltwunder wurde gebaut. Das große Bad. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Und das schon in Runde 26. Und wir haben den Außenhandel erforscht. Sehr schön. Also, viele verschiedene neue Sachen, die wir machen können. Erstmal bewegen wir uns aber hier mit unseren, ich sag mal, Pseudospeeren durch die Gegend. Da kommt ein Barbarenkrieger. In drei Runden unser Bogenschütze fertig. Unser Schwert, ja, der hat hier ein paar Probleme. Jetzt ist die Frage, greifen wir an? Ne, wir verschanzen uns erstmal im Wald. Unbekannter Spieler. So, nächste Ausrichtung. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt gleich erstmal die Handwerkskunst. Da sind wir ja relativ gut davor. Und Regierungsform. Wir bleiben bei der Produktion. Wir sind jetzt eh bei dem Heurigarbeit und Gold ist okay soweit. Was wir jetzt noch machen könnten, der baut ja Gipspferde und Pyramide hier. Wir könnten auch hier nochmal einen Handwerker kaufen. Der kostet erstmal 215 Gold. Das machen wir dann, sobald es soweit ist dann.
So. Das hier war ja genau das, was wir wollten. Der muss jetzt über den Fluss angreifen. Zwei Runden ist unser Bogenschütze fertig. Das ist sehr, sehr gut. Und ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um, beziehungsweise ich ziehe ihn auch nochmal hoch. Vielleicht müssen wir unserem Schleuderschützen da ein bisschen helfen. So, Speer. Einmal nach Süden, bitte. Handwerker aufs Gipsfeld. Nächste Runde schließen wir Gips an. Und damit unser erstes Luxusgut. Und was das Schöne ist, natürlich auch gleichzeitig ein Boost für die Steinmetzkunst Gips, damit wir bald unsere Pyramiden bauen können. So, wir können ein Pantheon wählen. Das, ja, mal gucken. Ich würde sagen, das verschieben wir mal auf die nächste Folge. Was machen wir denn jetzt hier mit dem... Der heilt erstmal aus. Wir bewegen jetzt auch erstmal unsere ganzen Einheiten. Oh, noch ein Bonusdorf. Sehr schön. Der Speer guckt sich auf jeden Fall hier mal die Küste. Noch ein Bonusdorf. Oh. Wissenschaft, Krabben. Oha, da sehe ich, glaube ich, eine Küstenstadt. Da sehe ich eine Küstenstadt. Müssen wir uns gleich mal angucken. Können wir da überhaupt noch eine gründen? Das wird eng. Ja, es geht noch gerade so. Vielleicht weichen wir ein bisschen nach. Ja, vielleicht gucken wir mal, dass wir ein bisschen hierhin ausweichen. Hier einen Hafen bauen vielleicht. Das heißt, Stadtzentrum irgendwo hier. Aber finde ich sehr, sehr spannend mit dem. Vielleicht hier, wo ich. Es könnte. Ich will jetzt nicht zu viel spekulieren. Wir heilen uns erstmal ein bisschen aus. So, Bonusdörfer haben wir erkannt. Die müssen wir uns dann alle angucken. 215 Gold haben wir. Das Geld geben wir jetzt erstmal gleich mal aus für einen Handwerker. Der kann dann den Zucker modernisieren. Beziehungsweise dann hier auch die Schafe. Der kann dann die nubische Pyramide bauen und so weiter. Dass wir da ein bisschen mehr besser aufgestellt sind. Grundsätzlich werden jetzt aber schon mal die besten vier Geländefelder hier bewirtschaftet. So, ich würde sagen, na gut, wir kommen mal, wir bauen noch den Steinbruch. Zack. Heureka für die Steinmetzkunst. Wunderbar. In 5 Runden und wir haben hier Gips. So. Genau, das Problem ist, wir haben nämlich nicht so viel Wohnraum hier. Das müssen wir ändern. Deswegen werden die Pelze hier gut und die Pferde, dass wir dann einen Wohnraum mehr. Ja, wir können ja auch Weizen noch Ressourcen anschließen. Also ich denke mal, das kriegen wir hin. Und wir müssen uns das Bonusdorf hier noch setzen. Also drei Bonusdörfer, die wir uns holen können noch. Ich würde sagen aber, besonders das Pantheon-Auswahl dauert ja mal ein bisschen länger, standesgemäß. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Es ist ein guter Start. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich denke mal, das wird eine Herausforderung, mit Nubien zu spielen. Und wir müssen eh noch mal gucken, welche Richtung geht es eigentlich. Also was können wir machen? Ich sehe im Moment ein bisschen Wissenschaft. Ich sehe viele Berge. Ich sehe die Möglichkeit für eine gute Kampi. Ich sehe auch hier sehr viel Wissenschaft. Das könnte was werden. Vielleicht erstmal so eine leichte Tendenz Richtung Wissenschaftssieg. Warten wir mal ab. Religion? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es gibt ja hier zwei Glauben. Eine Religion gründen wäre, glaube ich, sinnvoll. Eben wegen den Numischen Pyramiden. Auch das müssen wir mal gucken, ob wir dahin zurechtkommen. Große Persönlichkeitenpunkte. Hier werden schon Prophetenpunkte von einem Spieler gesammelt. Vielleicht können wir das auch. Schauen wir mal. Das und mehr in der nächsten Folge. Schaut auch gerne nochmal zu Abraham Lincoln rein. Ich verlinke euch auch, das seht ihr jetzt hier nochmal in der Playlist. Das war unsere erste Partie. Wir sind jetzt hier in der zweiten Partie. Wir machen weiter mit unserem Niedermarathon. Bleibt also gerne weiter dran. Kommentiert gerne fleißig mit, wenn ihr unsere Videos liked. Liked gerne hier den Kanal und schaut auch gerne mal bei der Twitch vorbei. Viele, viele Projekte, die wir da machen. Haben einen täglichen Wochenplan. Wir streamen eigentlich 3 bis 4 Mal die Woche abends zusammen mit meinem Kollegen Koji. Zusammen betreuen wir hier den Kanal Phalanx Streams, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Also schaut gerne mal vorbei bei uns. Wir freuen uns auf Zuschauer und natürlich immer, sind wir immer offen für einen netten Plausch mit euch. Also bis dahin, ciao und bis zur nächsten Folge.